Thomas Bellot, ZDF-Intendant hört auf in einem Jahr ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellot, 65, hört auf, wie das ZDF in einer Pressemitteilung verkündet, will Bellot sich nicht um eine dritte Amtszeit bewerben. Am 15. März 2022 ist es dann nach 40 spannenden Jahren im Mediengeschäft Zeit für einen neuen Lebensabschnitt, wird Bellot zitiert. Um seine Nachfolge zu regeln, bleibt damit noch ausreichend Zeit. Zuvor böten die kommenden 12 Monaten noch zahlreiche Herausforderungen, so Bellot. Als Beispiele zählte er die Corona-Pandemie, die Digitalisierung, die Finanzausstattung des ZDF und die Wahlberichterstattung auch. Bellot agierte von 2002 bis 2012 als Programmdirektor und steht seit März 2012 an der Spitze des ZDF und ist für sämtliche Geschäfte als auch die Programmgestaltung des öffentlich-rechtlichen Senders verantwortlich.